Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich bin in Portugal, in der Nähe von Faro, in dem wunderschönen Robinson Golf Club. Wir haben sehr viel Spaß hier. Die Plätze sind sehr spielbar, das Hotel ist sehr gut und die Trainingsmöglichkeiten sind spitze. Für mich als Trainer ist es immer sehr schön, eine Woche lang intensiv mit meinen Schülern zu arbeiten. Warum ich das sage? Man sieht sehr schnell, was hilft. Und was ich immer merke, ist, wenn mein Schüler, egal was ihr Handicap ist, sich auf die Grundbewegung konzentrieren, die einfachen Dinge richtig zu machen, dann profitieren sie am meisten. Nur Golfen mit Freude ist ein Kanal für Spieler, die erstmal Handicaps von 36 bis 54 haben. Ich möchte natürlich, dass du weit runter mit dem Handicap kommst. Aber in diesem Handicap-Bereich sind zwei Grundbewegungen so entscheidend. Die müssen einfach sein. Die erste Bewegung ist eine Drehung. Man dreht die Schulter um die Wirbelsäule. Nur während du das tust, und das kannst du übrigens jetzt gleich beim Videoschauen tun, während du das tust, spüre, wie du das Gewicht leicht nach rechts verlagerst, wenn du Rechtshänder bist, und dann nach links. Wenn du die Fersen etwas anhebst dabei, ich habe überhaupt kein Problem damit. Das ist sogar eine gute Sache, weil so aktivierst du deine Hüfte. So, das ist Bewegung Nummer 1. Und wirklich schaue, wenn das meine Wirbelsäule ist, der Schaft sind meine Schulter, ich drehe mich um meine Wirbelsäule. So, ich schlage jetzt einfach einen Ball und ich werde darauf achten, dass ich meine Schulter, Hüfte, Körper richtig drehe und dann zeige ich dir die zweite Grundbewegung. So, die Drehung alleine, das reicht nicht. Während du die Schulter und Körper drehst, musst du die Arme heben. So, du denkst bestimmt, wie sollte der Schwung aussehen? Aber ich zeige dir, was ich damit meine. Während du die Schulter um die Wirbelsäule drehst, hebe die Arme. So, wenn ich die Schulter nicht drehen würde, würde der Schwung so aussehen, aber da ich mich drehe dabei, sieht es dann plötzlich aus wie ein guter Schwung. Nur warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil von hier oben, wenn du die Hände höher hast, wirst du automatisch die Arme senken. Du hast Schwerkraft auf deiner Seite. Wenn ich jetzt meine Arme nur fallen lasse, da gibt es richtig viel Power. So, ich werde jetzt gleich einen zweiten Schwung machen, wo ich meine Schulter drehe und die Arme hebe und von da die Arme wieder senken lassen oder fallen lassen und ich werde mich in die andere Richtung drehen. So, du siehst, das sind zwei verschiedene Bewegungen. Die eine ist das und die andere ist das. Wenn wir uns nur drehen, geht der Schläger nach hinten. Und wenn wir den Schläger nur heben, dann fangen wir an zu schieben. So, ich werde die zwei Sachen jetzt kombinieren. Meine Schulter drehen und meine Arme heben. Und dann sieht's so aus. Die Sonne geht jetzt runter hier in Quinta da Ria. Oh, ich muss hier stehen. Es ist wunderschön. Falls du auf eine Golfreise mit mir kommen möchtest, würde ich mich sehr freuen. Schau bitte unter diesem Video. Aber bitte geh so bald wie möglich und üb diese zwei Grundbewegungen. Das kannst du erstmal ohne Ball zu Hause machen.
und dann mit Ball. Danke für das Zugucken und tschüss.